Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar spielen wir Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin. Das ist ein neues Monster Hunter Spiel für die Switch. Heute am 9.7. rausgekommen. Und ich bin total hibbelig und freue mich drauf. Ich habe es gestern schon anspielen können. Ich habe es mir vorbestellt, bei mir kam es ein bisschen früher, Gott sei Dank. Habe schon mal in die Steuerung reingeguckt, damit ich nicht ganz so blind hier rein stolpere. Und dann freue ich mich auf eine neue spannende Reise. Wir spielen das Ganze hier im Livestream, bedeutet, ich bin hier auf YouTube und auf Twitch gerade live an dem Tag und werde Fragen beantworten, so gut es geht. Ich habe schon mal ein Spiel angefangen, ich habe die Demo gespielt, aber ich möchte natürlich mit euch das volle Erlebnis hier haben von Anfang an. Deswegen starten wir ein neues Abenteuer. Außerdem muss ich euch natürlich auch noch die ganze Charaktererstellung zeigen. Das habe ich jetzt noch bekommen, das Kamura-Mädel-Outfit. So, wir dürfen uns einen Rider aussuchen. Ich hoffe, das funktioniert hier mit dem Ton und meiner Stimmenlautstärke, dass alles funktioniert. Ich bin natürlich ein Mädchen und deswegen würde ich hier gerne auch ein Mädchen spielen. Ich finde die Rüstungen für die Mädchen irgendwie schicker. Ich kann es nicht genau erklären. Natürlich sind das für die Jungs, die sind halt total fett und bombastisch und cool und keine Ahnung was. Aber bei den Mädchen ist es manchmal, da gibt es eine Schmetterlingsrüstung oder irgendwie ein Gothic-Kleid oder... Und dann bin ich doch ein bisschen mehr Mädchen und möchte gerne das anziehen. Und das kann ich halt einem Jungen schlecht anziehen. Deswegen entscheide ich mich hier für das Mädchen. Es gibt drei Gesichtsformen. Ein bisschen dickere Wangen und etwas länger gezogenes Gesicht. Hier sieht sie ein bisschen erwachsener aus, hier etwas kindlicher, da ein bisschen rundlicher. Und ich bleibe einfach beim Standard. Ich wollte eigentlich eine junge Reiterin haben hier, keine Erwachsene. Es gibt verschiedene Hauttöne. Und weil wir hier auf einer Insel sind, habe ich gedacht, ich mache ein bisschen heller. Also ganz blass wollte ich jetzt nicht sein. Und deswegen, ich wollte so ein bisschen so gebräunt, Sonnenbräune wollte ich haben. Deswegen habe ich mich für das hier entschieden. Ich glaube, ich habe das hier letztens genommen. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ob ich das hier genommen oder das. Wir gucken, wir nehmen mal erstmal das. Man kann sich das hier auch noch individuell mit der Farbpalette aussuchen, wenn man einen anderen Farbton haben möchte. Aber da spiele ich nicht viel mit rum, weil davon habe ich keine Ahnung. Dann kommen wir zu den ganzen tollen Personen und hier sind wirklich wahnsinnig schicke dabei. Die hier finde ich ultra schön. Ich mag es, wenn die Charaktere kurze Haare haben. Aber ich habe mich in diese Frisur hier verliebt. Die werde ich auch nehmen mit den, mit dem geflochtenen Zopf und dem ein bisschen Iro oder was auch immer. Ich finde das mega geil, die Frisur. Ich gehe jetzt einfach mal ein bisschen durch, damit ihr die euch angucken könnt. Man kann auch jederzeit die Frisur ändern. Also wenn man irgendwann sagt, ach nee, ich hätte jetzt doch Bock oder dienstags renne ich nur mit der Frisur rum. Man kann jederzeit in sein Haus reingehen und kann sich die Frisur ändern. Im Laufe des Spiels kriegt man auch noch neue Frisuren hinzu. Also ist man da nicht so festgelegt und kann ab und zu zum Friseur gehen. Aber ich finde, wie gesagt, diese Kurzhaarfrisuren wunderschön und immer die eingeflochtenen Blumen hier an der Seite. Hat so ein bisschen Insel-Feeling. Ich denke, das ist für jeden was dabei. Die Jungs zeige ich jetzt nicht, also es tut mir leid. Wenn ihr das sehen wollt, die finde ich auch irgendwie voll elegant. Und die hier gefällt mir auch ganz gut. Aber ich habe mich in diese Frisur hier verliebt. Und werde sie auswählen und dann kann man auch die Haarfarbe ändern. Und zwar kann man verschiedene Sachen ändern. Das finde ich mega. Man kann die... die Accessoires, sage ich jetzt mal, oder die Grundfarbe kann man hier ändern.
Und ich weiß es leider gar nicht mehr, wie ich meine Frisur gemacht habe. Mein Gott, ich wollte genau den gleichen Charakter mir wieder erstellen, aber genau, ich hatte das hier, weil ich wollte so einen Eyecatcher haben. Und dann, ich glaube, und dann halt einen bisschen dunkleren Ton, damit man weiß, okay, sie hat eigentlich dunklere Haare, aber von der Sonne sind die ein bisschen gebleicht, ein bisschen heller geworden. Und deswegen sind die so hell und unten drunter sind sie halt etwas dunkler. Das da fand ich auch schön, die Farbe. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich das da genommen habe oder das hier. Ich glaube, ich habe das da genommen. So wäre es ganz, aber ich finde es halt toll, dass man färben kann. Man kann sich auch noch umentscheiden mit dem Färben, aber im Moment rennt meine junge Dame so rum. Und dann gibt es verschiedene Augen. Da finde ich persönlich ist nicht so viel dabei, was mir jetzt zusagt. Da sind sehr viele witzige Augenpartien dabei. Aber dass ich jetzt sage, oh mein Gott, die muss ich unbedingt haben und ich kann mich zwischen vier Sachen nicht entscheiden, war jetzt nicht dabei. Und ich habe mich für diesen Augen entschieden und diesmal werde ich auch beide Augen färben und nicht unterschiedliche Augenpaare nehmen. Es gibt Rot, Orange, Gelb, Grün, Dunkelgrün, Blau. Sind ein paar schöne dabei. Ich habe mich aber hier für Braun entschieden. Ich fand das irgendwie, weiß nicht, ein bisschen natürlich, sieht schön aus. Ich mag liebe braune Augen. Ich habe selber leider keine. Ich habe blaue Augen. Und man mag ja immer das am meisten, was man nicht hat. Das hier finde ich auch ganz nett, aber ich wollte es nicht so erwachsen machen und ich bleibe beim Standardmund. Ich glaube, ich habe letztens den hier genommen, aber ich bleibe beim Standardmund. Jetzt gibt es noch Make-up. Da haben wir ein paar hübsche ja, Häuptlings-Kriegsbemalungen. Schönheitsfleck oder nur eine leichte Röte auf den Wangen kann man auch schön machen. Da gibt es für Jungs, finde ich, aber coolere Sachen. Ich habe nämlich auch mal einen Jungen erstellt. Genau. Denn auf der Nase eine leichte Röte. Haben ja auch sehr viele Charaktere. Mit Narbe finde ich es auch irgendwie cool. Aber ich habe mich hier für die Sommersprossen entschieden. Und wenn man möchte, kann man auch noch die Sachen einfärben. Es muss nicht rot sein, es kann auch eine andere Farbe sein. Kann ich euch ganz kurz mal zeigen hier mit den hier am besten. Ja, warte mal. Also kann man ein bisschen dezenter machen mit Orange. Also gibt es schon coole Sachen, um seinen Charakter zu individualisieren. Aber ich fand die Sommersprossen irgendwie süß, keine Ahnung. Dann die Stimme. Finde ich auch immer ganz wichtig in Spielen. Ich fand die zweite am besten. Die erste ist zu jung, die dritte ist zu tief und die zweite fand ich neutral irgendwie, deswegen habe ich die hier genommen. Ja, und dann natürlich jetzt noch ein Name. Laila ist es nicht, es ist natürlich Aru. So wie sonst auch immer. Und dann würde ich sagen, haben wir unsere Reiterin ja, vollständig da. Und wir können jetzt mal gucken, wie sie aussieht ohne Kopfrüstung. Dann sieht man nochmal ihren Iroh ein bisschen schicker mit ihr, weil die macht das da auch ein bisschen platt und so sieht man das dann besser. So sehen wir nachher aus. Und ich finde, sie sieht mega schick aus. Mir gefällt sie ganz arg. Und los geht's.
Viel Spaß beim Intro. Capcom präsentiert. Oder Capcom. Wir sind so wunderhübsch. I'm so glad you're still alive. Again. One alive. Hold on. Something's not right. This is bad. Hurry up! Dad!
What is this? This is a bad sign. Monster Hunter Stories 2. Dorf Mahana. Unser Haus. Der Stall unserer Monsties. Der Dorfplatz. Why did you enter the sacred mountain without our permission? Why? A dangerous Rathalos lives there. Don't you think you should have mentioned that? What do you mean, dangerous? The Rathalos that inhabits the sacred mountain is Guardian Ratha. He protects this island. Huh? The people it injured might say otherwise. That's because you raised your weapons at him. So you're saying we should stand before a monster unarmed? This is a Rider's Island. Brandishing weapons at Guardian Ratha is an unforgivable act. Have you all lost your collective minds, idolizing a wild Rathalos? Give me a break. I'll give you a break, all right. Okay, that's enough. Knock it off, both of you. The main reason we invited hunters to our island's festival was so that we could foster a little goodwill between us. Kana's right, besides. There are children listening. Please calm yourselves. Yes, sir. Well then, let's listen to the hunter's point of view, shall we? Why would you call Guardian Ratha dangerous? Because we were tipped off. Razewing Ratha, the monster with the wings of ruin, lives on this island. The wings of ruin? Yes. It's said that a beat of its wings can bring about waves of destruction. Chief, do you know about the Wings of Ruin? Because I've never heard of them. Ah, yes, the Wings of Ruin. Legend has it that a long time ago, a Rathalos born in this region brought terrible chaos and destruction to our world. But that's only a legend, right? Who can say? In any case, our top priority right now is to determine the cause of these strange happenings. Yes, of course. Why did the ocean change color? What was that light? And where did all the Rathalos go? So much we don't understand. Let's organize an expedition team and survey the area. You got it. Hallo Stefan. You want to join the expedition too? Du möchtest dich auch dem Erkundungsteam anschließen? Natürlich. I don't know, this could be dangerous. And this kid only just became a real rider. Ich weiß nicht recht, das könnte gefährlich werden. Und dieses Kind wurde ja gerade erst zu einem echten Rider.
You're worried about Guardian Ratha, aren't you? Du machst dir Sorgen um Wächter Ratha, nicht wahr? That makes sense. He was your grandpa's Monstie after all. Das ergibt Sinn. Schließlich war es das Monstie deines Großvaters. Your grandfather Red was a fine, upstanding rider. Dein Großvater Red war ein guter, aufrechter Rider. He led our tribe and protected the island alongside Guardian Ratha for many years. Er hat unseren Stamm angeführt und diese Insel an der Seite der Wächter Ratha beschützt. I sure wish he was still around now. I bet he'd know what to do. Ich wünschte wirklich, er wäre noch hier. Ich wette, er wüsste, was zu tun ist. You'll join the team. Du wirst dich dem Team anschließen. Chief Gara, are you sure about this? It's a big job to dump on a rookie's shoulders. Bist du sicher, Oberhaupt Gara? Das ist eine große Aufgabe für einen Frischling. Not to worry, Kana. You'll go together. Keine Sorge, Kana. Ihr geht zusammen. Kana can guide you. Use the experience to learn what you're capable of. Kana kann dich führen. Nutze diese Erfahrung, um zu lernen, was du kannst und was du als Rider tun musst. So, I'll be a teacher? Das heißt, ich werde eine Lehrerin sein? Something wrong? Stimmt irgendwas nicht? No way. It sounds kind of cool actually. If that's what you want, Chief, I'm all for it. Nein, nein, das klingt sogar irgendwie cool. Wenn du das so willst, überhaupt, bin ich dafür. Okay. Rider class is now in session. You'd better keep up, newbie. Okay, dann gib dich jetzt die Okay, nochmal. Okay, dann beginnt jetzt die Rider-Stunde. Verlier bloß den Anschluss nicht, Neuling. First things first. Go change into your rider gear. Eins nach dem anderen. Zieh dir deine Rider-Montur an. Wir sehen so hübsch aus. Oh, wow. You look the part already. Wow, du siehst schon echt gut damit aus. Meet me at the stables when you're ready. We'll start with rider rule number one. Triff mich bei den Stallungen, wenn du bereit bist. Wir werden mit Rider-Regel Nummer 1 beginnen. Die ist so nett. Geburt eines Riders. Ein ominöses rotes Licht blitzt in der Nacht des Festivals. Der Beschützer der Insel, Wächter Ratha, ist verschwunden. Was könnte diese seltsame Vorgänge verursachen? Oberhaupt Gara weist die Rider des Dorfes an, der Sache nachzugehen. Und so machst du deinen ersten Schritt als Rider. So kann man sich bewegen. So kann man mit jemandem sprechen. Die Ziele werden da oben rechts immer eingeblendet. Und speichern kann man im Haus. Und los geht's. Ich habe leider ein bisschen Halsschmerzen und habe daher ein Halsbonbon dabei. Also falls ihr es klackern hört, tut es mir sehr leid. Took you long enough. Hey, hey, you need to lighten up, newbie. You'll be fine. You've got Red's genes, don't you? Not to mention, I'll be by your side. You're sure to become a top-notch rider in no time. Yeah, that's the spirit. Let's get started. Rider rule number one. Riders form bonds with monsters, and they in turn become our monsties. Which reminds me, you still don't have a monstie, right? Then the first step is to go out and hunt for an egg that'll hatch one. You can use one of my monsties during your search. This here is Ronmar. He's a bit wild, but once you get the hang of riding him, he won't lead you astray. You know, newbie, seeing you takes me back to the time when I first rode a monstie. Anyway, enough about me. There's something very important I need to tell you. Monsties are like an extension of our bodies, you know? They take us wherever we want to go. But they're not to be manipulated. They're living creatures. You could even say they're our best friends. You need to care for them, and always remember to show your gratitude. Okay. As long as you understand that, you're set. Here, take this.
your rider's notes. In it, you can find helpful info about monsters and all the rider fundamentals. Try opening the menu to read all of your notes. Now that we've got that settled, it's time to go egg hunting. I can't wait to get started. Wenn Sie selber in der Sequenz sprechen, dann werde ich das nicht vorlesen, weil ich das nicht unterbrechen möchte. Dann müsst ihr leider selber mitlesen. Ansonsten, wenn Textboxen kommen, dann werde ich immer vorlesen. Drücke X, um das Camp-Menü zu öffnen und auf deine Objekte, die Karte, Lexika und mehr zuzugreifen. Weitere Funktionen dieses Menüs werden im Laufe des Spiels freigeschaltet. Das Rider-Notizbuch enthält Hinweise und nützliche Informationen. Schau es dir im Camp-Menü an, wenn du dir nicht sicher bist, wie es funktioniert. Wenn du für die Eierjagd bereit bist, triff dich mit Ranma und mir außerhalb des Dorfes. So, wir gehen noch ganz kurz. Das können wir noch gar nicht machen. Okay, gut. Großschwert, Bogen und was ist Haha? Hammer? Oder? Insel Hakolo. Schönes Urlaubsparadies. Ab und zu rennen hier ein paar Raptoren rum, aber ansonsten sieht es echt schön aus. Okay, es gibt einen Monsterbau im südlichen Kamuna-Wald. Da gehen wir hin. Nähere dich deinem Monster und drücke Y, um aufzusteigen. Drücke nochmals, um wieder abzusteigen. Du kannst auch Y benutzen, um dein Monster zu rufen, wenn es nicht in der Nähe ist. Drücke, während du rennst, um es zu dir kommen zu lassen und direkt aufzusteigen. Drücke Y, um auf Ranma zu reiten. Komm, versuch es mal. Das ist so cool. Und man kann nicht nur auf Ranma reiten, sondern auf alle Monster, die man hier einfängt bzw. ausbrütet. Und das ist mega cool. Natürlich brauchen wir alle. Siehst du die Monster außerhalb des Baus? Uns an einem von denen vorbeizukämpfen, ist ein gutes Aufwärmtraining. Es gibt sechs verschiedene Waffen hier im Spiel. Ich weiß nicht, ob noch mehr dazukommen. Das ist ein Abtonaut. Sie sind tolle Trainingspartner, wenn man gerade erst anfängt. Okay, lass mal sehen, was du und Ranma so können. Wähle Kampf, benutze dann einen Kraftangriff. Hier sehen wir dieses Dreieck. Und zwar einmal ein Kraftangriff, ein Geschwindigkeitsangriff und ein Technikangriff. Mit den Pfeilen wisst ihr immer, welcher Angriff was schlägt. Also Kraft schlägt Technik. Technik schlägt Geschwindigkeit und Geschwindigkeit schlägt Kraft. Jedes Monster kämpft mit einer eigenen Taktik. Ihr müsst rausfinden, welche das ist und müsst dementsprechend das auswählen, was halt seinen Angriff schlägt. Im Moment sollen wir aber das machen, was die Frau sagt, also hauen wir jetzt einfach mal drauf. Wir haben jetzt eine Konfrontation und wir sind im Gleichstand, weil wir beide einen Kraftangriff genommen haben. Wenn du und dein Gegner euch gegenseitig anvisiert, kommt es zu einer Konfrontation. Kraft schlägt Technik, Technik schlägt Geschwindigkeit und Geschwindigkeit schlägt Kraft. Versuch es dir so zu merken. Gott sei Dank wird es immer da abgebildet und man muss es sich nicht aufschreiben. Einen dich anvisierten Gegner anzugreifen löst eine Konfrontation aus. Kampflinien zeigen an, wer anvisiert wird. Das Gewinnen einer Konfrontation hat zur Folge, dass der Gegner erheblichen Schaden erleidet und dein Bindungsbalken deutlich aufgefüllt wird.
Ich krieg dann nur 6 Schaden und er kriegt 14 Schaden. Dein Gegner hat diesmal auch einen Kraftangriff benutzt, deshalb ist es ein Unentschieden. Geschwindigkeit haut hier mehr rein, also. Siehst du die Kampflinie? Die zeigt dir, wenn das Monster mit dem nächsten Angriff anvisieren wird. Abtunot führen gern Kraftangriffe aus, habe ich recht? Vielleicht können wir das zu unserem Vorteil nutzen. So, jetzt haben wir gelernt, Geschwindigkeit schlägt Kraft, also machen wir das so. Und ich habe die Konfrontation gewonnen und hau hier voll rein. Du hast es geschafft, scheint als hättest du den Dreh raus. Wenn du und dein Monster beide Angriffe mit einem Typ-Vorteil nutzt, führt ihr einen Doppelangriff aus. Doppelangriffe fügen riesigen Schaden zu und weichen dem gegnerischen Angriff aus. Sie steigern auch eure Bindung. Wenn du und dein Monster denselben Gegner mit demselben Angriffstyp in einer Konfrontation angreifen und gewinnen, löst das einen Doppelangriff aus. Dieser fügt dem Gegner viel Schaden zu, unterbricht seinen Angriff und du erhältst eine große Ladung auf dem Bindungsbalken. Das machen wir. Wir sehen, Ranma greift jetzt gleich mit Geschwindigkeitsangriff an. Wir haben einen Geschwindigkeitsangriff und wir greifen beide das gleiche Monster an. Geschafft, du hast einen Doppelangriff ausgeführt. Gute Arbeit, ich wusste, dass du es schaffen würdest. Ein erster Kampf war ein furioser Sieg. Wir werden doch noch einen Rider aus dem machen. Jetzt kriegen wir Erfahrungspunkte und einen Rang und je nachdem wie viele Schatzkisten da unten geöffnet sind, kriegen wir dann auch Objekte. Und da kommt es halt immer drauf an, ob ihr einen Doppelangriff gemacht habt, ob ihr die richtigen Taktiken benutzt habt, ob ihr die richtige Waffe benutzt habt. Ja. Gut gemacht, Neuling. Die Angriffsmuster eines Monsters zu durchschauen führt definitiv zum Sieg. Wenn du wenig Lebenspunkte hast, benutze eine Kraut aus dem Objektbereich deines Camp-Menüs. Wähle Objekte im Camp-Menü, um die Objekte, die du gerade bei dir trägst, zu sehen. Mit Objekten kannst du deine Lebenspunkte wiederherstellen oder außerhalb des Kampfes anormale Status-Dinger heilen. Der südliche Kamuna-Wald ist in Sicht. Benutze ein Kraut und lass uns gehen. Also können wir hier auf X drücken, dann auf Objekte und dann können wir ein Kraut nehmen. Das hätten wir jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber ja, nehmen wir mal, weil sie es gesagt hat. Dann schnappen wir uns hier noch einen Pilz und einen Honig und rennen in den Kamuna-Wald. Typisches Monster Hunter-Spiel, alles, was man hier abkrabbeln kann, sollte man auch abkrabbeln. Puh, wir haben es geschafft. Lass uns zum Monsterbau gehen und uns ein Ei schnappen. Boah, da sind Monster am Weg. Wir müssen sie bekämpfen. Bekämpfen. Das werden wir machen hier. Spinnennetze einsammeln. Und ansonsten Schmetterlinge einsammeln. Das sind die Käfer. Den können wir leider nicht einsammeln. Auch nicht einfangen im Moment. Ein paar Nüsse. Und hier unten sind die, die ich besiegen soll, aber ich will jetzt erstmal nochmal gucken, ob es hier irgendwas gibt. Hier ist zum Beispiel ein Kraut. Da ist nochmal ein Kraut. Zuerst sieht man absolut gar nichts und es fliegt einfach alles an einem vorbei, aber mit der Zeit kriegt man einen Blick dafür und dann geht's eigentlich. So, jetzt sind es schon 2 Gegner. Gehen wir den Velocipre als nächstes an. Sie sind leicht physisch und viel aggressiver. Ich überlasse dir auch diesen Kampf. Das ist deine Chance, mir zu zeigen, was du drauf hast. So, sie hat uns einen Tipp gegeben, dass die schnell sind. Gegen Schnelligkeit hilft die Technik. Also müssen wir die Technik probieren. Und wir haben die Konfrontation geschafft. Prima, du hast den Durchblick. Scheint, als hättest du Schaden genommen. Zeit zum Heilen. Wähle Objekte und benutze ein Kraut, um dich zu heilen. Im Kampf kann man sich auch heilen. Hier bei den Objekten einmal ein Kraut und dann nicht den Ranma hier heilen, sondern mich. Da müsste man aufpassen, wenn man manchmal zu schnell ist, kann man auch schon mal den falschen Typen heilen.
Bindung ist diese komische Kugel, wo da das blaue Wasser drin ist und langsam steigt. Und mit diesem ganzen Wasserzeug können wir Fähigkeiten, ja gut, das kann ich nicht machen, weil die es uns noch nicht erlaubt hat, können wir Fähigkeiten auswählen. Und das zeigt sie uns bestimmt nachher. So, ich darf immer noch nichts anderes machen. Jetzt geht's heiß her. Benutze doch einen Teil der Ladung deines Bindungsbalkens, um eine Fähigkeit zu entfesseln. Wähle Fähigkeiten im Menü während eines Kampfes, um deine Fähigkeiten auf Kosten von Bindungsladungen einzusetzen. Ohne ausreichend Ladung kannst du deine Fähigkeiten nicht nutzen. Fähigkeiten haben außerdem drei Angriffsarten und können eine Konfrontation auslösen. Monsters wählen automatisch zu Beginn jeder Runde eine Aktion aus. Wenn du allerdings Monsters im Kampfmenü auswählst, kannst du ihnen befehlen, eine Fähigkeit zu nutzen, wenn du ausreichend Bindungsladung hast. Also gehen wir hier auf Fähigkeiten. Und hier natürlich auf die Technik. Wir haben 10 Punkte. Da unten sieht man, die Ladungen da sind voll, 100 von 100. Und deswegen kratzen uns die 10 Punkte jetzt nicht besonders. Klasse, der Velocipray wusste nicht, was ihn da trifft. Super, du kommst richtig in Form. Wir sind eine Stufe aufgestiegen, haben ein A bekommen und ganz viel Material, das wir dann wieder verwenden können, um Rüstung und Schwerter herzustellen. Klasse, so langsam hast du den Dreh raus. Wir sind jetzt fast beim Bau. Lass uns weitergehen. Wenn man eine Stufe aufsteigt, was wir beide jetzt gerade gemacht haben, dann wird der Balken wieder aufgeladen.